Du warst im Gottesdienst oder eben in der Jugendstunde oder im Teamtreff oder hast du jetzt eben über die Corona-Zeit halt den Livestream angeguckt, hörst dir eine Predigt an über irgendeinen Podcast oder so. Und am Ende von der Predigt oder am Ende von der Veranstaltung zuckst du mit den Schultern und denkst, die Predigt hat mir nichts gebracht. Also du gehst heim oder schaltest den PC aus oder so und die Predigt verpufft einfach. Weißt du, so hier rein, da raus. Wie oft kommt so eine Situation bei dir vor? Und jetzt werde ich mal den Bildschirm freigeben. Moment. So, hier hast du den Bildschirm. Wie oft kommt es vor, dass du nichts von der Predigt hast? Eins, das passiert mir nie. Zwei, das passiert mir manchmal. Drei, das passiert mir oft. Vier, das ist fast immer so. Jetzt kannst du dich mal einschätzen und mal so eine Zahl nennen, wenn du dich öffnen magst, oder kannst du es in den Chat schreiben. Okay, also ein paar Antworten gibt es da schon. Ja, vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Diese Frage, die habe ich mir auch gestellt. Wie oft passiert mir das? Und bei mir wäre es, glaube ich, eine 3 oder so. Das passiert mir oft. Ich war schon ein bisschen schockiert über mich selbst. Das ist schon ziemlich krass. Und ich glaube aber, es geht vielen so, dass es am Ende so endet, dass man nicht viel davon hat, zumindest nicht bewusst, dass nicht viel am Ende dabei rumkommt. Und jetzt braucht ihr den Chat. Und zwar schreibt mal bitte in den Chat rein. Ich fange den Satz an und ihr vervollständigt ihn. So, ihr klickt auf Chat. Ich schreibe mal was rein. Nach der Predigt ist alles wieder weg, weil, so, das ist mein Satz. Und jetzt könnt ihr mal eure Gedanken dazu schreiben. Was sind so bei euch die Gründe, weshalb es so passiert, dass manchmal einfach alles verpufft und weg ist? Okay, ja, weil ich während der Predigt abgelenkt war und mich nicht konzentrieren konnte. Oh, und jetzt kommt ganz viel, ja, weil ich mich danach zu wenig damit beschäftige, weil ich den Faden verloren habe. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen dann das Problem vom Prediger, wenn da kein Faden ist oder so. Weil man in Gedanken abschweift, weil ich manchmal andere Dinge im Kopf habe. Predigt zu lang, ja, wir hoffen, dass das Webinar jetzt nicht allzu lang geht. Wenn man keinen Bezug zum Thema hat, entweder die Predigt nicht genug interessant war, weil ich eingeschlafen bin, ja. Oh, weil zu viele Aspekte angesprochen wurden. Ganz viele Aspekte. Weil ich den Inhalt schon kannte. Weil die Predigt manchmal einfach nicht relevant ist. Ja, oder weil Leute predigen, die keine Begabung dafür haben. Stress mit Familie, wenn man mit der Familie da sitzt, das kenne ich auch, wenn man mit den Kindern da sitzt und dann ist es nochmal herausfordernder. Okay, also ein Haufen von Gründen, weshalb es uns schwer fällt, etwas mitzunehmen aus der Predigt. Ich habe mich gefragt, was läuft denn da schief bei den Predigten, dass ich persönlich nichts davon habe? Also danke für eure Kommentare. Ich gehe jetzt mal weiter. Mir sind bei mir einige Dinge eingefallen. Und jetzt kriegt ihr einen Einblick in meinen Kopf, aber wir sind ja unter uns. Okay, also Szenario 1. Ich muss gestehen, das kam bei mir schon öfter mal vor. Ich sitze im Gottesdienst und frage mich, okay, wer predigt heute eigentlich? Ne? Es sind immer unterschiedliche Leute. Und dann steht Bruder Frank auf. Und mein Kopf macht so, oh, nö, nicht Bruder Frank. Und der redet doch so monoton. Und ich weiß jetzt schon, was er sagen wird. Und ich weiß, dass er 15 Minuten überziehen wird. Und es seufzt so alles tief in mir. Oder der Prediger Horst, und ich weiß, der weiß selber nicht genau, was sein Thema ist, weil er redet irgendwie über alles und dann doch über nichts Konkretes. Und innerlich habe ich dann schon dicht gemacht. Und während Bruder Frank vorne predigt, würde ich jetzt gerne lieber ein Kreuzworträtsel machen, aber das wäre unhöflich. Und deswegen reiße ich mich zusammen. So. Okay, Szenario 2. Die Predigt ist gut, aber dann sagt der Prediger einen Satz. Und boah, da bin ich gar nicht einverstanden damit. Ja? Und ich denke mir, wie liegt er denn diese Bibelstelle aus? Das sehe ich aber anders. Und zack, kreise ich nur noch darum, dass ich ja eigentlich die Bibel viel besser verstehe als der da vorne und die Message von der Predigt kommt gar nicht mehr bei mir an. Szenario 3. Die Predigt ist schon richtig gut und ist auch interessant, aber irgendwie so allgemein, so abgehoben von meinem Alltag. Und ich frage mich, was hat das mit mir zu tun? Gibt es da auch irgendwie eine Anwendung oder so? Und nach der Predigt ist alles wieder. Szenario 4, das letzte. Die Message ist gut und sie schießt genau in mein Herz. Und ich denke mir, boah, richtig, richtig gute Predigt. Und dann kommt das Abschlussgebet. Und ich stehe auf und, hey, es gibt Kekse in der Gemeinde. Und ich gehe zu den Keksen und die sind auch richtig gut. Und
Danach treffe ich Leute und es macht auch richtig Spaß, mit denen zu sprechen. Das Gespräch ist auch richtig gut. Oder jetzt halt in der Corona-Zeit dann Livestream und ich schließe es und dann merke ich, okay, ich habe 14 ungelesene WhatsApp-Nachrichten und ich habe diese richtig, richtig gute Message mit den richtig, richtig guten Keksen aus meinem Kopf geknuspert, ja, oder mit den WhatsApp-Nachrichten weggecheckt. Und dann ist nichts mehr drin. Hier rein, da raus. Okay, kannst du dich irgendwo in diesen Szenarien wiederfinden? Geht es nicht nur mir, sondern kannst du mal kurz nicken oder einen Daumen hoch oder irgendwas schicken? Genau, ihr seid mit dabei, cool. Wisst ihr, dass wir von Predigten nicht so viel haben? Das ist kein Pille-Palle-Problemchen, wo wir sagen können, so what? Das ist ein dickes Ding. Falls ihr eine Bibel habt, könnt ihr sie mal aufschlagen. Lukas Kapitel 8, falls ihr eine Bibel da habt. Lukas Kapitel 8, da erzählt Jesus ein Gleichnis. Und er erzählt das Gleichnis von einem Sämann. Und vielleicht gibt es ja auch einige, die das Gleichnis kennen. Ein Sämann geht aufs Feld und wirft den Samen raus. Und Jesus sagt, so wie ein Sämann mit seiner Hand Samen packt und einfach in die Luft schleudert, so fliegt Gottes Wort mit Schallwellen durch die Luft und wird überall gestreut. Und man streut es wie Samen. Und die Message aus der Bibel wird gestreut und dann sind da welche, da bringt es was. Ja, die Körner fallen auf guten Boden und dann gehen wächst da so ein Halm raus und oben dann die Ähren. Und bei manchen bringt es nichts. Und Jesus sagt auch, warum? Warum bringt es nichts bei vielen? Ist der Sämann schuld? Ist der Prediger schuld? Ist Schlaftablette Frank schuld? Oder Bruder Horst? Oder ist der Same schuld? Nö. Der Boden macht den Unterschied. Der Empfänger, mein Ich, meine Ohren, mein Herz, meine innere Haltung. Das ist der Knackpunkt. Und deswegen sagt Jesus da was ganz, ganz Spannendes in Vers 18. Und das habe ich hier mal rausgezogen. Und diesen Vers, den könnt ihr euch, wenn ihr einen Buntstift habt, highlighten in eurer Bibel. Da steht, so seht nun darauf, wie ihr hört. Jesus sagt, seht nun darauf, wie ihr zuhört. Achtet darauf, wie du zuhörst. Jesus sagt zu mir, Dominik, check dich mal, wie hörst du zu? Das will Jesus von mir wissen. Wie hörst du zu? Achte mal darauf. Predigen ist eine Form von Kommunikation. So, da hat jemand entdeckt, dass man drauf malen kann. Cool, ne? Also Predigen ist eine Form von Kommunikation. Hier ist der Prediger, das ist der Sender und dann bei Kommunikation gibt es immer einen Sender und einen Empfänger. Das ist der Empfänger, der hat den Mund zu, das ist der Zuhörer, das bin jetzt ich. Der Prediger predigt und er schickt eine Botschaft auf die Reise. Hier seht ihr das, da ist die Message. Der Prediger predigt und aus seinem Mund kommt die Message raus und die verlässt ihn und fliegt durch die Luft. Und hier sitze ich. Und in dem Augenblick, in dem die Message durch die Luft schwirrt, hat der Prediger seine Aufgabe erledigt, aber die Botschaft ist noch nicht angekommen. Die muss jetzt hier reinkommen. Die Message muss hier reinkommen. Und der Prediger hat eine Verantwortung, eine ziemlich große Verantwortung, und der Zuhörer hat auch eine Verantwortung. Beide gehören dazu, damit Kommunikation gelingt. Die Sache ist nur die, über das richtige Predigen gibt es tausende Bücher. Und wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, oh, die Predigt war nichts für mich oder der Prediger hat einen schlechten Job gemacht und wenn der Prediger gut wäre, dann hätte ich auch was davon gehabt. Übers Zuhören gibt es nicht so viele Bücher. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt schon mal ein Buch davon gesehen habt. Aber 90% der Gemeinde oder mehr sind Zuhörer. Und Jesus macht ganz klar, Jesus sagt zu mir, Dominik, check dich mal, wie hörst du zu? Du bist verantwortlich dafür, ob was bei dir ankommt. Schieb nicht immer alles auf den Prediger. Achte darauf, wie du zuhörst. Wenn ich pro Jahr so 50 bis 100 Predigten höre und es kommt nur ein Bruchteil davon bei mir im Herzen an, dann ist Zeit, was zu ändern. Wenn Gott zu mir sprechen möchte, wenn er durch die Predigt etwas zu mir sagen möchte, aber es kommt nicht an, dann ist es Zeit, dass ich was ändere in meinem Leben. Wenn mein Zuhören so ein hier rein, da raus ist und ich sonst nicht viel davon habe, dann werde ich nicht im Glauben effektiv wachsen. Dann habe ich ein Problem. Und ich kann dann irgendwann mal, so habe ich mir das vorgestellt, stehe ich dann vor Gottes Thron, dann sage ich, guck mal, Gott,
Hier meine Urkunde. Ich habe in meinem Leben 9.500 Predigten gehört. Stark, was? Und Nummer 3.300 war auf der Steps-Konferenz, die von Lukas. Die war besonders gut. Und Gott wird sagen jetzt, ich weiß, aber leg mal diese Urkunde mal zur Seite. 9.500 Mal habe ich zu deinem Herzen geflüstert. Und zeig mir mal die 9.500 Effekte in deinem Leben. Wo sind denn die Früchte? Das ist es, was das ganze Ziel ist von der Predigt. Und das Ziel von diesem Webinar ist, mein Wunsch ist es, das habe ich hier aufgeschrieben, ich will ein Zuhörer sein, der durch Predigten Schritte im Glauben geht, auch wenn der Prediger einen schlechten Job macht. Das ist die Herausforderung. Ich will ein Zuhörer sein, der durch Predigten Schritte im Glauben geht, auch dann, wenn die Predigt nicht so gut ist. Ja, der Prediger hat auch eine Verantwortung. Und es gibt viele, die wollen es nicht richtig oder können es nicht oder es sind tausend Gründe. Und das ist gut, dass es da auch Bücher und Seminare dazu gibt. Aber jetzt schauen wir die andere Seite an. Ich will ein Zuhörer sein, der durch Predigten Schritte im Glauben geht, auch wenn der Prediger einen schlechten Job macht. Okay, also das ist das Ziel. Was zeichnet einen guten Zuhörer aus? Es gibt ein Kennzeichen und Jesus nennt es in der Bibel, das ist Vers 15 von Lukas 8. Er sagt, die mit dem guten Boden, die haben eine richtige innere Haltung. Hier steht, das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen. Manche Übersetzungen sagen ein aufrichtiges und ein bereitwilliges Herz. Das heißt, manchen bringt es tatsächlich was, weil sie hören und sie lassen es an sich ran. Und sie nehmen es an und sie halten daran fest und es verändert sie und die Botschaft geht auf. Beispiel, sie hören vom heiligen Gott und in ihnen wächst Ehrfurcht. Oder sie hören von der Sünde und in ihnen wächst Betroffenheit und Reue. Oder sie hören, dass Jesus an ihrer Stelle gestorben ist und in ihnen wächst Dankbarkeit. Oder sie hören, dass sie Kinder Gottes sind und in ihnen wächst Lobpreis und Begeisterung. Sie hören, dass Gott ihr Vater ist, Gott, und dann wächst in ihnen Mut. Und sie hören von der Not in dieser Welt und in ihnen wächst eine Leidenschaft, Gutes zu tun. Und wenn ich da sitze und mir klar ist, Gott muss zu mir sprechen, ich habe es nötig, dass er zu mir spricht, dann sind meine Lauscher ganz anders aufgestellt, ja? Wenn mir klar ist, wenn Gott aufhören sollte, zu mir zu sprechen, bin ich arm dran. Wenn Gott aufhört, in mein Leben zu sprechen, dann ist es ziemlich bald aus mit meinem Glauben. Wenn Gott aufhört, in mein Leben zu sprechen, dann wird mein Glaube ziemlich schnell abkühlen. Ich brauche es, ich habe es nötig, dass Gott immer wieder zu mir spricht. Das ist das, wie er uns am Leben hält. Wir brauchen Gottes Wort, so wie ich morgens meine Cornflakes brauche und mittags meine Spaghetti und abends mein Brot. So sagt Jesus, der Mensch lebt vom Wort Gottes, so wie der Körper vom Brot lebt. Das heißt, wir streben danach, diese innere Haltung zu haben. Gott spricht zu mir, entfach neu die Liebe zu dir. Ich will Entdeckungen machen. Und das, was der Prediger sagt, was ich schon weiß, will ich neu genießen. Veränder mein Denken, veränder mein Tun und das, was ich den ganzen Tag so mache. Okay, also das ist so die Einstellung, mit der wir auf den Stühlen sitzen wollen, damit wir gute Zuhörer sind. So, okay, seid ihr noch dabei? Mal kurz Daumen hoch, wenn ihr noch zuhört. Okay, jetzt kommen sechs praktische Tipps. Ich will es jetzt ein bisschen praktisch machen und dafür gibt es davor erstmal eine kurze Pause, eine Bewegungspause, ein Mini-Break, 60 Sekunden Break. Und in der Zeit holt ihr bitte einen Zettel und einen Stift, wenn ihr es noch nicht habt. Ansonsten könnt ihr euch mal strecken, was trinken, mal ein Sit-up machen oder Liegestütze oder so. Mal ein bisschen hin und her wackeln, frische Luft reinlassen. Oder eben ein Blatt holen. So, also ich habe jetzt sechs Dinge zusammengestellt und ich weiß, man wird sich nicht alle sechs Dinge merken. Aber vielleicht sagst du bei einem oder bei zwei von denen, ja, das will ich mir merken.
alle anderen sind jetzt nicht so meine Baustelle, ist vielleicht ganz nett, ist jetzt nicht so meins, ist nicht mein Problem. Aber ich hoffe sehr, dass eine Sache dabei ist, wo du sagst, okay, das finde ich hilfreich, das will ich mitnehmen, das will ich umsetzen. Ja, mindestens eins, wo du sagst, das ist meine nächste Challenge für die nächste Predigt, die vielleicht sonntags auf dich wartet oder so. Das wäre mega gut. Und ich habe das jetzt so eingeteilt in verschiedene Kategorien. Und zwar in hier Vorbereitung, Einprägen und das Beste draus machen. Und das Beste draus machen ist gemeint, was ist, wenn die Predigt wirklich nicht so gut ist? Okay, starten wir mal mit der Vorbereitung. Stell dir vor, Gott will dir gerade was sagen und dann ploppt eine Nachricht auf in deinem Handy und du checkst gerade, was geht, was Hansi schreibt. Und genau in dem Augenblick hat Gott durch den Prediger eine Message losgeschickt zu deinem Herz und die kommt nicht an, weil sie blockiert wird, weil du gerade deine Aufmerksamkeit auf dein Handy gerichtet hast, weil du sehen wolltest, was Hansi heute gefrühstückt hat, weil er es gerade auf Instagram gestellt hat oder so. Der Schöpfer des Universums will gerade zu dir eine Message schicken und in dem Augenblick musst du halt mal checken, was gerade so geht. Dieser erste Vorschlag ist Smartphone aus dem Kopf. Lautlos, Vibration aus oder so. Das ist eine ganz praktische Sache, die helfen kann. Ich probiere es so einzurichten, dass ich möglichst wenig Ablenkung habe. Ja, ich will mich ganz bewusst jetzt der Predigt widmen. Aber vielleicht kennt ihr das auch, man schaltet zwar das Handy aus, aber im Kopf geht noch immer das Kino von dem, was man gerade eben gemacht hat. Vielleicht hat man sich vorher irgendwelche YouTube-Videos angeguckt, kurz vorm Gottesdienst, oder man hat halt irgendwie wichtige Nachrichten geschrieben und irgendwie kreisen die noch im Kopf, obwohl das Smartphone aus ist. Und deswegen habe ich das genannt, Smartphone aus dem Kopf. Ich glaube, es ist hilfreich, am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst oder Freitag vor der Jugendstunde oder so den Medienkonsum runterzufahren, damit man die Birne freikriegt, dass wir konzentriert sind. Ein konzentrierter Zuhörer ist ein guter Zuhörer. Wenn der Prediger da vorne redet, dann soll das Handy in meinem Kopf nicht weiter klingeln. Ja, in meinem Kopf. Das heißt, vorher Medienkonsum raus, aus dem Kopf, damit man ein bisschen konzentrierter ist. Das ist das Erste. Zweite. Start mit einem Fokusgebet. Probier es mal aus. Kurz bevor der Prediger loslegt, oder vielleicht hat er schon seine ersten paar Sätze gesagt, dass du dann sagst, Gott, bitte rede zu mir, ich höre dir zu. Ja, das sind zwei Sätze. So ein kurzes Stoßgebet zu Gott, so ein Fokusgebet. Gott, bitte sprich jetzt zu mir, ich höre dir zu. Damit wir uns in dem Augenblick klar machen, das, was jetzt kommt, ist nicht Entertainment. Obwohl ich es voll liebe, wenn die Predigten irgendwie unterhaltsam gestaltet sind. Wenn sie auch so einen Unterhaltungswert haben, das ist immer irgendwie interessant. Aber es geht hier nicht um Unterhaltung, es ist kein Infovortrag, das auch nicht. Gott hat eine Botschaft für mich. Und ich sage, Gott, rede zu mir. Rede zu mir durch den, der da gerade vorne steht. Ich höre dir zu. Okay, das war jetzt der Bereich Vorbereitung. Ich bereite mich selbst vor, ein guter Zuhörer zu sein. Okay, jetzt bin ich nicht abgelenkt, ich habe gebetet, habe die Haltung des Hinhörers, aber was kann ich machen, dass es nicht wieder sofort verpufft, hier beim Einprägen? Was kann ich machen, dass es nicht immer so, zack, Predigt ist weg? Und das Erste ist mein Satz, ich schreibe ihn auf. Manche Leute schreiben beim Predigen immer sehr viel mit. Und ich finde das gut, ich habe das auch manchmal gemacht. Das hilft auch, am Ball zu bleiben bei der Predigt, aber ehrlich gesagt, ich schaue dann fast nie in meine Aufschriebe rein. Ich will hier noch was anderes vorschlagen. Teste das mal aus. Vielleicht ist es etwas für dich, dann nimm das mal mit als so eine praktische Idee, eine Umsetzungsidee. Probier es mal aus. Ich glaube, am effektivsten ist es, wenn man die Predigt auf einen Satz zusammenschrumpft, für sich persönlich. Einen Satz. Warum? Erstens, das erfordert viel Mitdenkarbeit. Und zweitens, man wird sowieso nicht fünf Dinge in seinem Leben ändern. Das ist unrealistisch, dass ich sage, okay, die Predigt, das sind die und die und die und die und die Dinge nehme ich alle mit und alles werde ich in der nächsten Woche umsetzen. Mach eine Sache oder höchstens zwei, aber bleib mal bei einer.
Und ich glaube auch, was spitz ist, und das ist mein drittens, was spitz ist, das dringt tiefer ein, so wie eine spitze Nadel. Und wenn ich es schaffe, die Predigt auf einen Satz zuzuspitzen, für mich persönlich, dann ist die Chance ziemlich groß, dass der Satz mir noch nach einer Woche im Kopf bleibt. Okay, also du hast einen Satz und du schreibst ihn auf. Zum Beispiel, der Prediger predigt über Psalm 139 und geht da Vers für Vers durch und du bleibst hängen bei dem: Gott hat meinen Körper wunderbar gemacht. Das ist auch ein Teil von Psalm 139. Und das schreibst du dir auf: Gott hat meinen Körper wunderbar gemacht. Oder das ist eine Predigt irgendwie über das gastfreundlich sein. Du schreibst dir einfach auf: Ich will gastfreundlich sein. Oder mach's noch konkreter: Ich will dem fiesen Markus vergeben. Ja, der dich so geschubst hat oder so. Also du kannst dir überlegen, was du notierst, und notierst dir. Es gibt so die Büchlein-Typen, ja, die haben ein Büchlein, dann notieren sie es sich ins Büchlein. Das ist eine gute Idee. Wenn du so der Tablet-Typ bist, kannst du dir beim Tablet notieren. Deshalb so immer das Risiko höher, dass man sich ablenken lässt bei den elektronischen Geräten. Aber wenn du das beherrschst, dann kannst du es auf dem Tablet machen. Oder mein Vorschlag: Du brauchst noch nicht mal Papier, du nimmst einen Stift und schreibst es dir auf die Hand. Ja, schreibst es dir auf den Handrücken oder hier drauf. Das spart Papier, rettet Regenwälder. Und das Coole ist, dass dann die Leute fragen: Hey, was steht denn da drauf? Was hast du dir drauf geschrieben? Und sagst du: Hier, guck mal, Gott liebt mich. Ja, oder so. Und dann hat der andere auch noch was davon, weil vielleicht hat er nicht so gut zugehört wie du. Und dann kann er auch noch einen Satz mitnehmen von der Predigt. Und du hast es dann den ganzen Tag vor Augen. Das ist das Coole. Ein Büchlein, das macht man halt zu. Probier es mal aus. Ein Satz auf die Hand oder irgendwo anders, wo du halt hinschaust. Nächster Punkt. Mein Satz, ich sag ihn weiter. Das ist eine ganz praktische Challenge. Probier es mal aus. Du hast jetzt diesen einen Satz, diesen einen Gedanken, das, was dir wichtig geworden ist. Du erzählst es jemandem. Du sagst: Hey, durch die Predigt ist mir voll wichtig geworden, dass ich dem fiesen Markus vergeben soll. Oder: Boah, weißt du was? Klopfst du den Nachbarn an, der neben dir sitzt beim Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, und sagst: Hey, mir ist voll wichtig geworden, dass Jesus meine Angst wegnehmen will. Oder erzähl es halt deinem Freund. Warum ist das gut? Ich glaube, wenn man es jemandem erzählt, dann bleibt es tiefer sitzen. Und der Nachbar hat nicht so gut aufgepasst wie du und der kriegt dann noch von dir das halt nochmal mit. Und vor allem lenkst du das Gespräch direkt auf das Eigentliche. Wenn du nach einer Predigt dich mit jemandem unterhältst, bei mir geht das so: Ich rede halt ganz oft über alles mögliche Randdinge von der Predigt, weil das Mikro mal nicht funktioniert hat oder weil der Prediger hier das Beispiel verwendet hat, das irgendwie lustig war oder so. Aber so selten über: Was hat das jetzt mit mir zu tun? Also, deswegen, dieses Weitergeben ist eine ganz gute Sache. Und wenn du jemandem eine ganz, ganz, ganz große Freude machen willst, dann geh auf den Prediger zu und sag ihm das. Vielleicht, weißt du noch, wer letzten Sonntag bei euch gepredigt hat? So ein Feedback an den Prediger, das ist das Sahnehäubchen mit Kirsche obendrauf. Das ist so cool, wenn Leute kommen und sagen: Das und das habe ich mitgenommen von der Predigt. Das ist so viel besser, als wenn, also der Prediger freut sich immer auch über gutes Feedback, aber wenn jemand sagt: Hey, du sprichst irgendwie so toll oder das macht voll Spaß, dir zuzuhören, dann denkt man sich ja: Cool, danke, aber das ist jetzt nicht so das Eigentliche. Und wenn jemand sagt: Ich konnte heute voll mitnehmen, dass Jesus meine Angst wegnehmen will, da geht einem das Herz auf und dann will man nochmal predigen und dann will man das weitermachen und so. Das heißt, kannst du als Challenge mitnehmen, mal den Prediger rückmelden, was du mitgenommen hast, diesen einen Satz. Okay. Aber jetzt gehen wir zum letzten. Was ist, wenn die Predigt wirklich lame ist? Also klar, es gibt auch Irrlehrer, es gibt auch Prediger, das sollte man nicht, die ständig hören. Also, aber das ist nicht das Thema jetzt gerade. Was ist, wenn es rhetorisch eine Katastrophe ist? Oder wenn er ständig solche theologischen Kratzbürstensätze raushaut? Oder wenn er nach allen zwei Sätzen so sagt und es fällt mir so schwer zuzuhören? Was dann? Das Beste draus machen. Das Beste draus machen, Punkt 1, das ist hier Punkt 5, die Nadel im Misthaufen suchen. Die Nadel Wahrheit im Misthaufen suchen. Ich hab euch vorhin erzählt, was für Gedanken manchmal bei mir aufkommen, wenn Bruder Frank zur Kanzel geht. Also den Bruder Frank, den gibt es unter diesem Namen natürlich nicht und das ist jetzt auch nicht auf eine spezielle Person zugeschnitten. Nicht, dass ihr jetzt denkt,
Oh nein, hoffentlich hört er nicht zu. Also, was in mir vorgeht, das ist mir so bewusst geworden, dass ich manchmal denke, ach nö, nicht der. Und dann ist mir aufgegangen, Moment mal, sobald ich mir denke, oh nee, nicht dieser Prediger, in dem Augenblick, genau in dem Augenblick, bin ich vor Gott ein schlechterer Zuhörer, als er ein schlechter Prediger ist. Ich bin ein schlechterer Zuhörer, als er ein schlechter Prediger ist. Vielleicht denkt sich Gott in dem Augenblick, oh nö, Dominik, ich hatte dir eine Botschaft vorbereitet durch diesen Mann, der sich vorbereitet hat. Und durch deine arrogante, stolze Haltung hast du dir selber alles versaut. Ja? Das ist wie Gift auf deinem Boden, wo der Same aufgehen sollte und da wird nichts mehr aufgehen. Ja, du verbaust es dir gerade selber. Ich bin ein schlechterer Zuhörer, als er ein schlechter Prediger ist. Und jetzt komme ich zu dieser Nadel in dem Misthaufen. Aber was ist, wenn es wirklich eine Herausforderung für mich ist, weil die Predigt wirklich nicht gut ist? Ne? Eigentlich heißt es ja, die Nadel im Heuhaufen suchen, aber manchmal fühlt es sich so an, als ja, genau. Also, wir sollen die Nadel Wahrheit suchen und das braucht viel Zuhörerdemut. Vielleicht sagt der Prediger in dem vielen, was er sagt, einen Satz. Oder er sagt zwei Sätze und die kann ich mir zu Herzen nehmen. Vielleicht sagt er einen Satz, den ich richtig gut finde, perfekt. Das ist okay, das reicht für mich dann. Auch wenn ich das alles andere dann wieder vergesse, diese Nadel Wahrheit, die will ich behalten, weil es mir wichtig ist, dass Gott zu mir spricht. Wisst ihr, es gibt in der Bibel so eine coole Geschichte, wo ein Prophet belehrt wird von einem Esel. Ja, der Esel spricht zu Bileam, Gott öffnet dem Esel den Mund und dann spricht der Esel und sagt, warum haust du mich? Und wenn Gott zu einem Propheten durch einen Esel sprechen kann, wenn er einen Esel benutzen kann, um zu Leuten zu sprechen, wie viel mehr durch diesen Mann Gottes, der vorne predigt und der vielleicht so rhetorisch eine Katastrophe ist, wie viel mehr kann er durch jeden zu mir sprechen, durch jeden Menschen, der da vorne steht, ja? Also, ich sitze da mit der Haltung, egal wer da jetzt vorne steht, ich will suchen, was diese Nadel ist, die Nadelwahrheit, die in mein Leben dringt. Okay. Und das Letzte, was ist, wenn die Predigt, das ist dann gleich Punkt 6, werde ich gleich einblenden, was ist, wenn die Predigt keine Anwendung hat? Null Bezug zu meinem Alltag. Früher war das ein Riesenproblem für mich. Ich weiß noch, dass ich mal als Teenager zu meinen Teamkreisleitern gegangen bin und dann habe ich gesagt, hey, ich fände es voll gut, wenn ihr so richtig praktische Themen macht, so richtig konkret, dass ich weiß, was ich in dieser Woche machen soll. Ja? Weil das alles andere, das bringt mir halt nichts. Und das war damals für mich eine große Sache. Jetzt mittlerweile denke ich ein bisschen anders. Manchmal geht es mir immer noch so, dass ich sage, hey, wo ist die Anwendung? Heute, ich muss mal erklären, wie ich heute dazu stehe, wie ich heute denke. Ich denke, es ist gut, wenn eine Predigt eine Anwendung hat, es ist gut, aber eine Predigt muss keine Anwendung haben. Eine Predigt muss nicht zwingend eine praktische Anwendung haben. Und ich erkläre gleich, wieso, warum nicht. Weil das höchste Gebot in der Bibel ist nicht, tu was für deinen Herrn, schaff was. Sondern das höchste Gebot in der Bibel ist, liebe Gott. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen. Liebe den Herrn. Das ist das höchste Gebot. Und das ist auch jetzt mein sechster Punkt. Keine Anwendung, mach Anbetung. Vielleicht redet der Prediger ganz allgemein darüber, dass Gott ewig ist, ja? Und ich denke mir, okay, Gott ist ewig, aber was hat das für eine Anwendung auf mein Leben? Hier mein praktischer Vorschlag, mach Anbetung draus. Dass du da sitzt, während der Prediger predigt und du denkst darüber nach, okay, Gott ist ewig und dann machst du Anbetung draus. Und dann sagst du, boah, Gott, wie genial, dass du ewig bist. Gott, das wäre ja krass, wenn du nur noch 1000 Jahre leben würdest und dann würdest du langsam älter werden und du würdest dement werden und die ganze Welt würde ja ins Wanken geraten und irgendwann wärst du weg und dann wäre alles weg. Wie genial, dass du ewig bist. Und ich danke Gott und sage,
Gott, ich bete dich dafür an, den ewigen Gott, so genial. Also, wenn es keine Anwendung gibt, mach Anbetung. Und nutze es, damit die Liebe zu Gott noch mehr wächst, weil das ist das höchste Gebot. Und wenn die Predigt dem dient, dass ich Gott noch ein Stückchen mehr liebe und es ihm sage, dann hat die Predigt viel gebracht. Dann ist es eine Anwendung. Dann ist es eine Anwendung. Auch wenn es nicht so ist, wie ich denke, dass ich sage, jetzt, ich will irgendwas abhaken. Okay, also das waren jetzt meine 6 Punkte. Und jetzt brauchst du deinen Zettel und deinen Stift. Und ich bitte dich, schreib ein oder zwei Zahlen auf. Kannst du auf den Satz dahinter aufschreiben? Das, wo du sagst, das will ich mir heute mitnehmen. Okay? Kannst ein oder zwei Zahlen aufschreiben. Ich lasse kurz das Bild hier nochmal so stehen, dass du weißt, was du jetzt mitnimmst. Du kannst auch gerne, wenn du das aufgeschrieben hast, mal, wenn du das möchtest und du so frei bist, das mal ins Bild halten oder in den Chat schreiben, welcher von diesen 6 Punkten so dein Punkt war. Einfach mal reinschreiben in den Chat. So, stoppe ich das hier mal. Okay, also 5 und 6 und 3 und 6 sind hier gezeigt. Da kommt die 3, die 1 und die 3, die 6, 1 und 5. Okay, also eine gute Mischung von vielen. Okay. Super. 2 und die 4. Okay, bevor ich gleich rübergebe an Christian und er das Webinar dann offiziell beendet, würde ich gerne noch beten und ihr könnt im Stillen dann mitbeten. Mein Vater im Himmel, wir brauchen es so, dass du zu uns sprichst. Und es ist so genial, dass du ein redender Gott bist. Du sagst, du möchtest zu uns sprechen. Dein Wort ist wie Nahrung für uns. Und wir möchten dir bekennen, dass wir oft mit den Gedanken ganz woanders sind oder uns nicht so gut drum kümmern, wie wir dein Wort aufnehmen. Herr, du kennst unsere Herzen und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass wir Hinhörer sind, dass wir aufmerksame Zuhörer sind. Und du siehst jeden, der jetzt hier vielleicht eine oder zwei Sachen mitgenommen hat. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass da so eine Bereitschaft ist, Dinge anzunehmen. Und ich bitte dich, dass es aufgeht, dieser Samen, und dass es Frucht bringt. Und dass es dazu führt, dass wir noch effektiver davon profitieren, wenn Menschen aus der Bibel zu uns sprechen. Dass wir im Glauben wachsen, dass wir im Glauben Schritte gehen, dass wir immer mehr verändert werden, damit wir so umgestaltet werden, wie es dein Heiliger Geist möchte. Danke, dass du ein redender Gott bist. Amen.